Im Fußball geht es am kommenden Wochenende endlich weiter für die Regionalliga Bayern. Nach einer wirklich sehr langen Winterpause wird dann auch der Tabellenführer Türkgücü München weiter natürlich versuchen, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen. Türkgücü ist zurück aus der Winterpause. Nach über 3 Monaten ohne Pflichtspiel startet am kommenden Wochenende die Regionalliga Bayern in die Restsaison. Türkgücü hat dabei weiterhin nur den Aufstieg als Ziel im Blick. 8 Punkte beträgt der derzeitige Vorsprung auf den Verfolger Schweinfurt. In den ausstehenden 16 Saisonspielen will die Mannschaft von Rainer Maurer an die erfolgreiche erste Saisonhälfte anknüpfen, um am Saisonende den Sprung in die dritte Liga feiern zu können. Als erste Aufgabe nach dem Jahreswechsel wartet am Samstag das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Als souveräner Spitzenreiter ist Türkgücü im Spiel gegen die bayerischen Schwaben der klare Favorit. Ein Auswärtserfolg wäre der 6. Sieg in Serie und ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass auch im Jahr 2020 die Regionalliga nur über Türkgücü geht. Und dann werden sie wahrscheinlich die Regionalliga verlassen. Michael Sand, der Innenverteidiger, der sorgt dafür, dass es möglichst dazu kommt. Servus erst einmal. Servus. Hi. Ja, echt so eine lange Pause. Da habt ihr ein bisschen gebraucht, um die Knochen, die vielleicht ein bisschen müde waren, dann wieder in Schwung zu kriegen? Nee, überhaupt nicht. Auch unser Coach hat uns natürlich einen Trainingsplan für den Winter bereitgelegt gehabt. Und da ist jeder wieder frisch zurückgekommen. Also nichts mit müden Knochen. Ja. Aber ist jetzt so ein, ich meine, wir sagen so ein Fieber da, dass es endlich wieder auch mal um Punkte geht, also um was Zählbares? Auf jeden Fall, ja. Klar, nach der langen Vorbereitung ist jetzt jeder heiß, endlich mal wieder einen normalen Ablauf in der Woche zu haben und dass es um Punkte geht. Vor allen Dingen wird es dann so sein, am kommenden Wochenende noch nicht, da spielt er erst auswärts beim FC Augsburg 2, die Woche drauf. Dann das erste Heimspiel im neuen Stadion. Ihr hattet ein Testspiel schon im Grünwalder Stadion und ihr werdet jetzt in dieser Kultstätte, so können wir es ruhig nennen, demnächst eure Heimspiele austragen. Was ändert sich dadurch für euch? Für uns eigentlich als Team relativ wenig. Nur, dass du auf ein bisschen besseren Platz spielst als jetzt in Heimstetten. Aber generell, wir spielen Fußball, wir spielen den gleichen Fußball wie davor und nur ein anderes Stadion. Ja. Klar, du hast andere Fans, du hast mehr Fans vielleicht, die da zuschauen kommen, weil das Stadion allein ein paar noch anzieht und unsere aktuelle Situation in Tabelle. Aber sonst eigentlich nichts. Ja. Umfeld oder so, meinst du, da hat es Auswirkungen drauf? Wären mehr auch angezogen, weil ihr jetzt wirklich zentral in München spielt? Ich denke, ja, klar, weil viele sagen sich, nach Heimstetten jetzt noch rauszufahren, machen wir nicht unbedingt, wollen wir nicht. Und Grünwalder ist erstmal ein schönes Stadion, hat einfach auch mehr Profi-Flair. Und ich denke schon, dass da der ein oder andere mehr kommen wird. Ja. Vor allem ist auch entschieden, ihr werdet auch in München bleiben. Kurzzeitig war mal zu lesen, euer Präsident, Herr Kiefran, hatte so geliebäugelt mit dem, mit der Idee, vielleicht Spiele irgendwo in Westdeutschland auszutragen, so in dem Raum, weil er sagt, da sind natürlich viele Traditionsvereine, da ist die Dichte dieser Vereine enger. Wart ihr selbst überrascht von so einem Gedanken? Überrascht? Ja, natürlich, weil sowas hast du vorher noch nicht gehört. Und wir waren alle ein bisschen skeptisch im ersten Moment, aber kam eine klare Ansage, dass das von der Presse ein bisschen hochgeschaukelt worden ist und da nicht viel Wahrheit dran ist. Und das hat sich dann auch schon erledigt gehabt damit. Jetzt habt ihr 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten Schweinfurt. So mancher hat schon vor ein paar Wochen so mal gesagt, ja, das wird ein Durchmarsch. Also das wird relativ locker und souverän. Ist da noch so ein Druck da? Druck. Mir hat mal ein sehr erfahrener Trainer vor ein paar Jahren erzählt, dass wir Fußball spielen dürfen und den Sport, den wir lieben, ausführen dürfen. Und Druck du nie verspüren darfst und auch nicht, eigentlich nie Druck hast. Also, in so einer Situation, wir sind vorne, wir dürfen das machen, was wir können und mit einem super Team, mit einem super Backup im Verein und Druck ist da eigentlich nicht vorhanden. Ja. Hat sich für dich so alles erfüllt? Du bist ja einer von denen, die zu dieser Saison neu gekommen sind. Da hat sich ja ohnehin sehr viel geändert in dieser Mannschaft bei Türkgücü. Mhm. Da wurde ein Kader zusammengestellt, der nicht nur bestehen kann in der Regionalliga, sondern der wirklich oben angreifen kann, was ja auch gelingt. Mhm. Das war auch gleich für dich so ein Gefühl, kommen, jawohl, das ist hier Leistungsstärke? Im ersten Moment, klar, war es die Überlegung, erstmal abwarten, wie entwickelt sich die Situation, was ist geplant für die kommende Saison. Und nachdem ich gute Gespräche hatte mit dem Verein, war es für mich dann eine Selbstverständlichkeit, wieder nach München zu ziehen. Ich bin ja geboren in München, so ist meine Heimat. Und die Aufgaben, die Vorgaben, die uns gesetzt worden sind als Team, und waren einfach dann überzeugend. Und ich wollte unbedingt bei diesem Projekt mitmachen, mit angreifen. Auch wieder für mich persönlich in den Profibereich, in die dritte Liga oder höher dann zu kommen.
Deswegen ja, war das einfach eine schöne Geste und ein schöner Moment, dass ich da mit teilnehmen darf. Geboren in München, das muss ich nachfragen, richtig, weil online wird als Geburtsort, das ist sehr verschieden, auch mal Freising angegeben. Ja, Freising gehört ja zu München. Also, ja, Freising ist Freising, München ist München. Für mich bin ich geborener Freisinger, Münchner, ja, ist für mich München. Ja. Das heißt, jedes Spiel, was hier für dich ist, ist wirklich ein richtiges Heimspiel. Mhm, exakt, ja. Was hast du noch für Erwartungen an deine Karriere? Erwartung an meine Karriere, ja, dass ich natürlich mit meinem Verein, in dem ich spiele, so gut es geht, spielen kann, dem Verein gute Leistungen bringen kann und am Ende jedes Jahr ganz oben zu stehen, wenn möglich. Und wo es für mich persönlich am Ende jeder Saison hingeht, ist immer offen. Ja. Eine Sache noch, es hat sich gerade erst das ist bekannt geworden, auch herausgestellt, dass euer bisheriger Teamplaner, Geschäftsführer Robert Hettich, aufgehört hat bei Türkgücü, was ja überraschend ist, weil er ja wirklich geholt worden ist, um diese Mannschaft zu formen, zusammenzustellen. Auch er hat euren Trainer Rainer Maurer dann dazu gebracht. Zum Saisonende wäre der Vertrag ausgelaufen, jetzt war vorzeitig die Trennung da. Das war wahrscheinlich auch ein Paukenschlag bei euch, vereinsintern. Auch sehr überraschend bei uns in der Mannschaft angekommen. Es war sehr, sehr ruhig geworden allgemein um die Situation. Und wir haben uns dann schon auch Fragen gestellt, wie, was, wo. Und dann kam plötzlich diese Nachricht, dass der Robert den Vertrag aufgelöst hat mit dem Verein zusammen. Und ja, wir wussten von nichts. Wir haben es dann nur so mitbekommen. Und welche Gründe es hat, wissen wir nicht. Deswegen kann ich auch relativ wenig dazu sagen. Okay, na, ich wollte mal wissen, ob das für euch auch so ein bisschen überraschend war. Für das Umfeld kam es überraschend. Und klar, wir mal schauen, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Auf jeden Fall jetzt erstmal als erstes Spiel beim FC Augsburg 2. Woche drauf, dann eben hier gegen Illertissen, sage ich ganz gerne, im Grünwalder Stadion. Michael, danke, dass du da warst. Gerne, danke, dass ich hier bin. Viel Glück, dass der Durchmarsch hier mit dem Aufstieg dann aufklappt, dann in die dritte Liga. Ja, danke.